Irgendwo muss doch der... Da steht die Katze. Ach, Arhu, du komischer Typ. Warum verkleidest du dich immer als Katze? Beziehungsweise verwandelst dich in eine Katze. My friend returns. Ich hoffe, euer Auftrag verläuft erfolgreich, geschätzter Jäger. Lasst uns über Quellenjägergeschäfte reden. Gewiss, lasst uns über Jakes Ermordung sprechen. Springende Spatzen, ein Zombie? Und Eva Maria hat es getan? Ich hätte doch eher dem alten tauben Cecil verdächtigt. Ein schreckliches Ende einer schrecklichen Geschichte. Also ist es Jake, der euch gezeigt hat, wer sein Mörder ist. Beinahe surreal, nicht wahr? Die weiße Hexe. Ich habe von ihr gehört. Magier flüstern ihren Namen. Ja, sie könnte eine Quellenmagierin sein. Seltsamere Dinge als verrückte Magier treiben sich in dieser Gegend umher. Ihr müsst nach Norden reisen, um die Hexe zu finden. Dort lebt sie in den Wäldern. Natürlich ist der Weg voller Gefahren, aber ich bin überzeugter denn je, dass diese Gefahren sich eher von euch, vor euch fürchten sollten. Ich wünsche euch viel Glück, Jäger. Danke. Was wisst ihr denn über den alten König, der Bracchus genannt wird? Bracchus? Selbstverständlich habe ich von ihm gelesen. Der letzte König der Quellenmagier, ein Verrückter, der genau hier in Cycil besiegt wurde. Tatsächlich waren viele der Ruinen in östlicher Richtung hinter den Stadtmauern Paläste und Tempel, die während seiner Herrschaft errichtet wurden. Danach wurden sie als Steinbrüche verwendet, als sie diese Stadt errichtet haben, die ihr heute hier seht. Bracchus wurde hier in der Nähe begraben, aber niemand weiß, wo sich das Grab wirklich befindet. Und das ist auch gut so. Stellt euch nur vor, eine Kreatur wie er fällt den Nekromanten in die Hände. Könnt ihr mir etwas über die weiße Hexe erzählen? Ich habe sie niemals getroffen und ich kenne auch niemanden, der das getan hat. Sie ist sehr scheu und spricht eher mit den Bewohnern des Waldes als mit jenen der Stadt. Also ist sie wie ein Reh. Reisende haben mir erzählt, dass sie eine Hütte im Lukulla-Wald nördlich von Seis hat. Ich schätze, der Ort ist so gut wie jeder andere, um mit der Suche nach ihr zu beginnen. Gibt es noch mehr, dass ihr mir über die Fremden erzählen könnt, die scheinbar mit den Orks gemeinsame Sache machen? Ich kann nicht mehr sagen, als dass sie wahnsinnige, sahnwinnige... Entschuldigung. Zunge lockern. Als dass sie Wahnsinnige sind und umso gefährlicher für uns, da sie eine Allianz mit ihren eigentlichen natürlichen Feinden eingegangen sind. So schnell würdet ihr mich nicht im Bund mit einem Terrier sehen. Lasst uns über den Baron der Knochen und über Bracchus sprechen. Bei allen Göttern, ich hätte nie gedacht, dass der gütige alte Telyron der Verräter in unserer Mitte ist. Er ließ sich von seiner Sehnsucht nach der verlorenen Liebe irreführen, so sehr, dass er uralte Schnecken zutage gefördert hat, die rumschnecken und alles wegschnecken, die besser auf ewig vergraben geblieben wären. Yay, Erfahrungspunkte. Die gesamte Stadt steht tief in eurer Schuld, das tut sie tatsächlich, Quellenjäger. Ich schätze, euer Auftrag ist noch lange nicht erfüllt, aber ihr solltet wissen, dass ihr hunderten Menschen auf dem Weg dorthin geholfen habt. Finde ich super. Wie wäre es, wenn ihr mir etwas mehr von euch erzählen würdet, Arhu? Aber selbstverständlich, was möchtet ihr wissen? Die Katzenfrage hatte ich ihm schon gestellt. Andere Fragen? Jemand hat eines eurer fehlgeschlagenen Experimente erwähnt. Der Funkensprüher 5000 wurde also verschrottet? Das ist wirklich eine Schande, aber wenn ihr eure Taten Leben gerettet haben, könnt ihr seine Vernichtung als Erfolg ansehen, schätze ich. Ihr scheint ein kleines Ork-Problem zu haben, nicht wahr? Ihr neigt zur Untertreibung. Ah, das hatte ich ihm, glaube ich, schon mal... Das hatte ich schon mal gesprochen mit ihm. Hast du noch was zum Handeln da? Schriftrollen der Wiederbelebung. Irgendwie kann man da nie genug von haben. Die nehme ich gerne an mich. Und dafür kannst du natürlich von mir auch irgendwas kriegen. Zum Beispiel... Ich habe ja doch Gift dabei. Hier eine Bierflasche kannst du haben. Und, was haben wir sonst noch Schönes? Hier, das Gemälde eines Schweins. Das ist doch super. Das wolltest du doch schon immer haben, oder? Gib's doch zu. Und ein Diamant. Brauche ich einen Diamanten? Vielleicht behalte ich den Diamanten lieber erstmal. Nehme euer Angebot an. Das ist aber sehr großzügig von dir, dass du mein fantastisches Angebot annimmst. Oh, das ist nicht gar nicht identifiziert. Oh, ich habe gerade gar keine Sachen identifiziert. Naja, ich verkaufe erstmal hier die Sense. Weil Zweihandwaffeln sind eh nicht so meins. Bracchus Zweihandaxt, die behalte ich mal nur so zum Spaß. Oh, das reicht schon für sein Gold. Bin dann mal weg. Until we meet again. Und identifiziere mal kurz die Sachen, die ich noch so im Inventar habe. Warum habe ich die denn gerade nicht identifiziert? Bin ich doof? Anscheinend schon.
Dieser Ring bringt Lehrmeister und Erdresistenz, okay. Stiefel, Glücksbringer und Feuerresistenz. Weißt du was, Tidiman, komm hier. Noch ein Langbogen. Oh, der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Macht ein bisschen mehr Schaden, macht Wasserschaden. Kann unterkühlt verursachen. Ja, warum nicht? Komm, dann haben wir einen. Tauschen wir den mal aus. Dann haben wir noch ein Kupferamulett, das bringt Stärke, Lehrmeister und Giftresistenz. Stärke wäre ja was für Anselm. Finde ich. So, und was ist das für ein Teil? Eine Zweihandwaffe. Ja, damit kann ich ja auch nicht so viel anfangen. Was habe ich denn so viel Kram? Warum habe ich das alles nicht identifiziert? Bin ich denn doof? Das war eine rhetorische Frage. Nicht antworten. Gealtertes Lederpanzerhemd der Wasserresistenz. Bringt Gewandtheit und Körperstärkung und Wasserresistenz und Giftresistenz. Zieh mal an. Sieht gut aus. Und was mir noch auf den Knochen lag, war das Folgendes. Dass du hier irgendwo Gift hattest. Da. Und das sendest du an Rittersport. Und Rittersport versucht mal zuletzt hinzugefügt. Du hast doch gerade Giftfläschchen gekriegt. Wo ist das hin? Hör auf, Katzengeräusche zu machen, du Katze. Nicht doof? Wo ist denn das Gift? Hallo? Ach so, ganz nach oben scrollen. Da sieht man das auch. So, kann ich Giftfläche mit Pfeilspitzen verwenden? Ja. Und kann dadurch vergiftete Pfeilspitzen herstellen. Wie geil ist das denn? Ich finde das gut. So, dieser Helm. Nö. Dieses Amulett. Nö. Diese Rüstung kannst du nicht benutzen. Diese Stiefel. Die sind. Naja. Weißt du was? Ja, zieh die mal an. Die bringen noch Wasserresistenz. Das kann nur gut sein. Und du kriegst wie immer nur das, was irgendwann überbleibt. Zieh mal die Stiefels an. So, ach so, und dann wurden wir natürlich alle noch ein bisschen befördert. Das wollen wir auch noch ausnutzen. So, Stärke ist nicht, brauchst du nicht so unbedingt. Konstitution, wie viel Lebenskraft ihr habt und wie viele Aktionspunkte ihr insgesamt besetzen könnt. Konstitution ist gut. Nimm Konstitution. Fertigkeiten. Handwerk. Was bringt Handwerk an sich? Handwerk bestimmt, was ihr herstellen könnt, sowie die Qualität eurer hergestellten Gegenstände. Je höher die Stufe, desto schneller seid ihr mit der Herstellung fertig. Ja, weißt du was? Ich stell ja ab und zu schon Dinge her. Das ist, glaube ich, ganz hilfreich, das zu können. Du wirst natürlich noch nicht befördert, weil du doof bist. Du möchtest, was haben wir denn? Schnelligkeit, Bewegungsgeschwindigkeit und eure Initiative, wie viele Aktionspunkte ihr im Kampf erhaltet. Wahrnehmung. Kritische Trefferwahrscheinlichkeit, Initiative an. Ich mach mal Schnelligkeit. Du musst schneller werden, Jahan. Und du möchtest übrigens auch mehr Hydrosophist. Weil du ja auch Hydrosophist bist. Du bist ja Wasser- und Luftmagier. So. Und du möchtest dazu lernen, ich sehe es dir an, ein bisschen Gewandtheit. Und dazu. Da. Elite Scharfschütze ist schon auf 3. Böse Taten. Nee, das hast du nur dich. Lehrmeister, Schmieden, Telekinese, Handwerk. Ich weiß nicht. Was soll sie denn? Elite Scharfschütze eigentlich noch eine Runde. Oder soll sie was zur Verteidigung lernen? Du hast schon einen Körperstärkung. Mach nochmal einen dazu, oder? Wirkt sich auf Rettungswürfe gegen physische Statuseffekte aus. Ja, komm, mach mal. Ich glaube, es kann nicht schaden. So, gut haben wir das gemacht. Sehr gut.
Oh, und ihre Waffe ist beschädigt. So ein bisschen umständlich, das immer hin und her zu schieben, finde ich. So ein bisschen. Oh, weißt du was? Eigentlich kann sie ja diesen Bogen jetzt bekommen. Der ist ja noch besser. Zack. War noch richtig, ne? Ja. Und weißt du, wo ich jetzt hingehe? Zum Ende der Zeit. Da war ich schon eine ganze Weile nicht mehr. Das ist ja mein nettes kleines Versteck am Ende der Zeit. Vielleicht soll ich da öfters mal hingehen. Das ist bestimmt schön da. Also, so wie ich mich erinnere jedenfalls. Und vielleicht kann ich da noch mit dem kleinen Gnomen Zickzacks sprechen. So heißt er, wenn ich mich richtig erinnere. Siehst du, so lange war ich schon nicht mehr da. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob der Mann Zickzacks heißt. Aha, die Sternensteinsucher kehren zurück. Das trifft sich gut für wahr, denn ich habe über das Wesen unserer Heimstätte nachgegrübelt, wie ein Dichter über seine Muse. Du bist mir ja einer. Einstweilen werde ich davon absehen, euch mit unfrohen Vermutungen zu unterhalten oder, was auch sein kann, zu verärgern, bis ich in dem Irrgarten in meinem Kopf zufällig über einen Hinweis stolpere, der konkreter ist als reine Theorie. In der Zwischenzeit und im Interesse der Zeit, die es zu retten gilt, erzählt mir bitte mehr über das, was ihr in dem weiteren Raum gesehen habt, den ihr während eures vorherigen Besuchs entdeckt habt. Wir sind einem, wie wir glauben, spirituellen Wesen begegnet. Einem Wesen, das, ihrem Aussehen nach zu urteilen, in enger Verbindung mit der Natur steht. Ein Naturgeist, wie wundersam, fürwahr. Ganz und gar nicht das, was ich in dieser Behausung zerstörter Träumeran erwartet hätte. Könnte sie... Aber nein, haltet eure geschwätzige Zunge im Zaum, Zickzacks. Du hast versprochen, keine gewagten Spekulationen zu äußern. Und nun haltet euch an euer Wort. Habt Dank, meine Freunde, dass ihr mir gefällig wart. Ich glaube, ein neues Portal hat sich aufgetan und zweifellos brennt ihr genauso darauf, wie ich, herauszufinden, was dahinter liegt. Sehen wir nach. Gerne. Kannst du handeln? Nein. Bye for now, but only for now. Ein neues Portal hat sich geöffnet. Das möchte ich tatsächlich gerne erfahren, wo es wohin führen mag. Ich sollte echt öfters herkommen. Diese Heimstätte ist eigentlich ganz cool. Das hier gerade, die Truhe kann ich immer noch nicht öffnen. Nein, natürlich nicht. Was haben wir hier? Zur inneren Kammer. Okay. This place looks rather cozy, doesn't it? It does. Almost like coming home. Der Zwielichtige. Bei den Reißzähnen der Leere, es ist wahr. Sie sagte mir, dass sie euch gesehen hatte, doch niemals hätte ich an den Wahrgestalt, Wahrheitsgehalt. Ey, ich kann nicht lesen. Wahrgestalt, Wahrheitsgehalt ihrer Wahnvorstellung geglaubt, bis sie sich hier und jetzt vor mir manifestierten. Ihr wurdet unbestreitbar die niederträchtigen Wächter höchstpersönlich. Es ist übernatürlich, unwiderlegbar, aber oh, wie lange seid ihr schon gefallen? Ich bin gar nicht gefallen. Ich bin nicht ungeschickt oder so. Seht euch an, was aus euch geworden ist. Was einst Sterne waren, ist jetzt totgeweihte Asche. Ihr seid zu bemitleiden. Wer bist du überhaupt? Ominous fellow, that demon. And none too friendly either. Was bist du für ein Geselle? Was machst du hier? Jetzt tappst du einfach. Oh, lass dir ruhig Zeit. Ist ja nicht mein Zuhause, in dem du hier rumlungerst. Ah, natürlich löst er sich einfach auf. Was ist das? Charaktererstellung. Wieso? Ich hab doch schon einen Charakter. Nö, ich will nichts an dem verändern. Ja. Aber hier kann ich meinen Charakter tatsächlich noch verändern. Das ist eigentlich auch ganz interessant. So, hier stehen ein paar Kelche rum. Kelche am Ende der Zeit. Muss hier alles genau unter die Lupe nehmen. Ist ja meins. Ein Schrank. Da ist auch nichts drin. Eine Trophäe. Da ist auch nichts drin. Aber es ist interessant, dass ich etwas drin verstecken könnte. Oh, eine Truhe. This isn't my chest.
which somehow I knew. Okay, ist das deine Truhe? My old chest. Why do I remember it? Ich habe keine Ahnung, warum du dich an diese Truhe erinnerst. Was ist im Schrank? Nichts. Ein Bett. Ich glaube, schlafen legen müssen wir uns gerade nicht. Das ist sehr mysteriös. Das gehört uns, aber wir waren ja noch nie hier. Sehr eigenartig. Oh, guck mal, ein Balkon, von dem aus wir in die Unendlichkeit des Seins blicken können. Ist doch auch sehr schön. Guck mal, da ist die Erde. Da ungefähr, schätze ich. Bin mir nicht sicher. Bin ich so der Burner in Astronomie. Schwebt schon wieder irgendeine Saat durch. Mann, die Bude ist ganz schön groß. Hier wächst Sternenstaubkraut. Das ist eine riesige Halle, die sich hier auftut. Das tut sie in der Tat, tut sie das tun. Sammel das Kraut da ein. Du gehst dafür jetzt runter. Da wächst noch mehr. Wir wissen, ob hier noch was ist in der Ecke. Nee, sieht aber nicht so aus. Es ist ganz schön hier, so schön bewachsen. Hier brennt ein Feuer, in dem wir schon was rösten können. Kleines Grillfeuerchen. Muss man zwischendurch auch mal anheizen hier. Oh, ist doch ganz nett, wenn das alles unseres ist. Und hier oben haben wir noch ein Bettchen mit einer Truhe. What am I doing? This isn't my chest and I know it. Aber lass mich raten, es ist deine Truhe. My old chest. Why do I remember it? Ich habe keine Ahnung, warum du dich daran erinnerst. Das ist uns allen ein Rätsel. Oh, da ist Gold im Schrank. Eine Badewanne, beziehungsweise ein Waschzuber natürlich. Damals nannte man es noch nicht Wanne, sondern Zuber. Da hat man noch den Dingen Pokémon-Namen gegeben. Das hieß es noch Zubat. Und auch hier ein schöner Balkon. Da unten siehst du hier Andromeda-Galaxie oder was auch immer das sein soll. Cool, cool. Aber ich frage mich immer noch, was es mit diesem bizarren Dämon auf sich hatte, der hier gerade rumlungerte. Warum ist der in unserem Heim? Der hat ja doch nichts zu suchen. Ich werde mal mit Zickzacks reden, vielleicht weiß der was dazu. Zickzacks? Wo rennst du hin? Bleib hier, ich will mit dir reden. Da seid ihr ja! Es hat euch Äonen gekostet, die wir nicht haben, um hierher zu kommen, was? Ich wurde vor Aufregung schon ganz blau im Gesicht, im positiven Sinne, euch erzählen zu können, was ich erfahren habe. Erinnert ihr euch an den Naturgeist, den ihr gesehen habt? Ich denke, ich weiß, wer sie ist. Oh, bitte erzähl. Wisst ihr, ich saß da und sah der Weberin beim Weben zu und dann, ganz unversehens, erschien die Geschichte des Geistes auf dem Bilderteppich. Hört also zu, Freunde der Zeit, hört zu. Hört, denn ich habe gesehen. In Rivelon's earliest days, man and gods lived in perfect harmony. The goddess Astarte lent her beautiful regenerative power called Source to all the earth. There was no injury Source could not mend, no illness it could not heal. But Astarte's curiosity was piqued by a forbidden box within her garden. Spurred on by her playmates, she determined to peek inside. But when she lifted its lid, what she saw was nothingness, an all-consuming void that had been contained in hopes that it would never infect Rivelon. Astarte had called forth the Void Dragon, whose sole purpose was to undo all creation. Immediately aware of her mistake, Astarte grabbed hold of the demon and hurled it and herself into a faraway dimension. Here she has battled this dragon for all eternity. Since that terrible day,
source has been tainted by the presence of the void. A once beautiful power has become corrupted, and those attempting to wield it often go mad in the process. So the spirit we met is called Astarte. Elementare Statue. Was? Ich grüße euch, ehrenwerter Meister des Hauses. Ich bin der Hirte der Elemente und ich kontrolliere die Art, auf die sie zu eurer höchst majestätischen Präsenz strömen. Wenn es euch also beliebt, dann befehligt mich und der Elementaraspekt eurer Wahl wird sich aufs Neue in dieser heiligen Halle niederlassen. Aha. Nehmen wir doch mal den Feuerelementar. Ich mag Feuer. Ist dies definitiv eure Wahl? Ja, so ist es. Ja, das ist in der Tat unsere endgültige Entscheidung. Euer Wille geschehe. Ich weiß nicht, was jetzt passiert genau. Aber nichts passiert also anscheinend. Okay. Ich weiß nicht genau, was es damit auf sich hat.